Willkommen zurück, meine Lieben, bei Elden Ring. Wir haben den Punkt erreicht, wo der Dung Eater ist. Leider ist dann das noch so eine ziemlich dumme Krabbe, die mir gerade einen Ticken auf den Sack geht. Okay. Dungfresser ist tot, Milo Schwert. Die blöde Fliege. Oh, der lebt noch. Nee, doch nicht. Milo Schwert. Gott, ich hasse die kleinen Viecher. So. Okay. Milo-Schwert. Großschwert. Standardstich mit Blutverlust. Nicht schlecht. Ein finsteres Großschwert, das aus dem Rückgrat eines Riesen gefertigt wurde. Reißt nun Wunden wie eine Säge und regeneriert FP beim Besiegen von Gegnern. Okay. Milos war recht klein für einen Riesen und wurde daher als unreine Missgeburt verachtet. Okay. So, das wäre mal der Dung Eater. Ich will mal kurz zurückgehen zur Tafelrundfeste. Um zu sehen, ob der Rote jetzt hier wieder ist. Oder ob sonst irgendwas. Wir können auch nochmal mit Gideon reden. Oh, ich film gerade ein. Ah, ist wieder da. Wir haben auch nur einen Klangperlenjäger. There you are. You warded off my blessing, despite the curse stirring within you. No one has succeeded in that before. How? I thought. Then it hit me that you are in fact me, and I am the Dung Eater. It is my flesh. Du musst die Blessung bekommen. Okay. Gib mir deine Blessung. Defile mein Fleisch mit dem Seedbed-Curse. Again und again. Until it is done. Until a cursed ring coalesces, that may one day defile order itself. Countless I have killed. And countless I have defiled. And soon the fruits will be born. Hundreds will be reborn cursed, and they'll bear thousands of cursed children, who bear tens of thousands more. A few of those will be born just like me, and they'll kill and defile and bless in my stead, the rotten fools. My fate was the grandest, most brilliant of them all. Ich glaube, der hat sich nicht mehr alle. My corporeal flesh lies in the sewer jail beneath the capital. Give it your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse. Until a curse ring coalesces that may one day defile order itself. Okay. Hä? Das haben wir doch schon gemacht? Give it your blessing. Muss ich da jetzt nochmal hin? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Lasst uns mal noch kurz mit Gideon reden. Ich glaube zwar nicht, dass er irgendwas Neues hat. Nee. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zurück hier. Wo war der Dungfresser? Gehen wir nochmal kurz dahin. Und ich hoffe, dass sich die Mühe lohnt. Ach, wir haben wieder 80.000 Runen. Die ich wahrscheinlich verbocken werde. Aber mal schauen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier durchrennen. Ah, da oben sind die blöden Hände. Ah, die Misere. Ich glaube, ich kann es nicht verhindern, dass die große Hand rauskommt. Wenn ich sie nicht töte, dann kann ich nicht porten. Das ist... leider so ein bisschen der Krux an der Sache. Wo
Probier's mal leise. Da ist er wieder. Ja, ja, wir wissen das. Alle werden verflucht sein. Okay, warum auch nicht? Wir haben sowieso nichts anderes, das wir tun können. Wir können es höchstens schlimmer machen. Das wäre dann auch mal lustig. Vielleicht gibt es noch einen richtigen Bossfight, wer weiß. Okay. Curse you, Golden Order. One day, you'll get what's coming. Okay, wir können nichts mehr machen. Vielleicht muss ich jetzt wieder zurück zu dem anderen? Huh. Ich weiß nicht genau. Ich gehe jetzt nochmal kurz zur Tafelrundfeste. Vielleicht hat der jetzt was Neues. Das ist ein bisschen, wenn ja, ist die Quest ein bisschen Banane. Das ist ein bisschen unnötiges Hin- und Hergerennen, aber was soll's. Vielleicht müssen wir da durch. Ach, er ist weg. Ha. Gut, dann gehe ich dann wahrscheinlich offscreen nochmal hier hin. Aber für den Moment müssen wir das nicht unbedingt machen. Hier soll noch ein Klangperlenjäger sein. Den können wir uns reinziehen. Aber der ist natürlich nur bei Nacht da. Wie immer. Mit denen. Na komm. Nein. Buff. So, ich denke mal, da müssen wir hier wieder rein. Und dann wird er spawnen. Ganz genau. Oh, die Schwerter sind jetzt nicht so geil. Bei dem muss ich mich immer super konzentrieren. Oh. Schau einer an. Und weg ist er. Das war ziemlich easy. Ausnahmsweise mal. 20.000. Medizinhändlers. Okay, gehen wir die direkt ab. Dann haben wir das... hinter uns. Und wir können auch noch ein Level-Up machen. Klangperle des Medizinhändlers. Lass uns kurz schauen, was er hat. Schmiedesteine 4, normale auch, Geistertalilien, Gräber bis 3, Geister bis 6. Okay. Rogier, Seluvis. Was hat sich getan? Ich glaube, hier oben ist was dazugekommen. Ah, vielleicht die Boli. Wäre möglich. Vielleicht die Boli. Nun gut. Der Dangiter ist weg da. Hm.
Ich weiß nicht, was wir gerade sonst noch offen haben. Ich denke, wir müssen langsam aber sicher in Richtung der verbotenen Lande gehen, oder? Ich meine, wir hätten hier alles... Ah, der Elenton. Ich meine, wir hätten hier alles abgesucht. Bevor ich das tue, lasst mich noch ganz kurz die Waffen ein bisschen aufwerten. Zumindest die beiden Zwillingsklingen. Objekttyp. Mach mal auf 16, würde ich sagen. So, dann müsste sogar noch für ein Level abreichen. Mehr oder weniger. Verbotene Lande. So, dann können wir uns hier ein bisschen genauer umsehen. Denn ich glaube, wir sind mit Leyndell durch. Stufenaufstieg. Ja, machen wir auf 43. Ich glaube, jetzt spielt's nicht mehr, sind die Level nicht mehr so super wichtig. Und lass mich die beiden Zwillingsklingen nochmal ausrüsten. Dann können wir die nochmal wieder mal ein bisschen ausprobieren. So. Okay, die Frage ist jetzt, wie gehen wir hier vor? Das Gebiet ist nicht so groß. Irgendwie rennen einfach von links nach rechts, gucken die Seiten runter. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Gebiet ist, wo nicht wirklich viel drin ist an Content. Das ist einfach nur so ein Traversal-Gebiet. Wäre zwar schade, aber naja. Das ist das, was ich vermute. Okay, vom Damage her, wow, passt das ganz gut. Das Moveset ist eigentlich ziemlich geil, aber der Damage ist tendenziell schlechter als sowohl bei den Großschwertern als auch mit den Katanas. Würde ich meinen. Ah, da ist nochmal so ein Pisser. Da ist noch einer. Okay. Oder ein paar mehr. Puh, der Damage von denen. Der Damage von denen ist nicht ohne. Ein Schotel. Oh, und wir haben wieder Flaschenaufladung bekommen. Schön. So, da sind wir wieder auf dem Weg. Ja, ich glaube wirklich viel Optionen hat man hier nicht. Das ist ein sehr kleines Gebiet auch. Okay. Ah, es gibt Bosse hier. Au. Heilung. Es fehlt gerade noch, dass ich mich von Dunkelkavalleristen töten lasse. Bleib hier. Du Schwein, zum Glück ist Nacht. Sonst wäre der wahrscheinlich gar nicht gespawnt. Die Waffen sind nicht optimal. Plus, ich beherrsche sie nicht wirklich.
Aber ja, unser Damage ist auch nicht sonderlich stark. Ich treffe vor allen Dingen das Pferd. Naja, halbe HP. So, nehmen das. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder auf seinen scheiß Pferd aufsteigen. Ja. Auf dem Boden ist er gefährlicher als auf dem Pferd. Aber das war's für ihn. 36.000. Und Kriegsasche von Tomschnitt. Das finde ich sonderlich interessant. Wobei für die zwei Waffen könnte man durchaus eine andere Kriegsasche in Betracht ziehen, weil die sind echt ein bisschen mau. Die aktuellen, die wir haben. Warum habe ich keine Laterne ausgerüstet? Hey, wir hatten zumindest einen Boss in dem Gebiet. Wir gehen in die falsche Richtung auch. So, was haben wir hier? Sackgasse. Das erinnert ein bisschen an den Nebelwald in Dark Souls 2. Allerdings gab es da diese Phantomgeister, die übelst garstig waren. Welche hier nicht sind. Also ich habe sie beim letzten Mal, wo wir hier durchgegangen sind, es irgendwie geschafft, sie zu umgehen. Okay, das ist wieder einer von den Kleinen. Ich muss mal gucken, ob er da irgendwie noch runterspringen kann. Also, so, dass man nicht stirbt. Da ist noch einer. Ich dachte, ich habe was gehört. Sieht schön aus mit dem roten Schimmer noch. Frag mich, was das ist. Kommt von hier weiter oben. Großer Aufzug von Rollen. Eine Fingerleserin war da auch noch. Aber die sagen alle immer das Gleiche, oder? Wir können doch mal mit ihr reden. Also das zieht sich schon in die Länge, das Gebiet, aber breitentechnisch, dich können wir vielleicht brauchen. Weil Heilungen waren gerade ein bisschen Mangelware. Oh. Da ist noch einer, oder? Oh. Noch ein paar mehr. Au, lass das. Wo kamen die Pisser wieder her? Okay. Da oben ist, glaube ich, nichts. Ja, wie gesagt, ich habe das schon vermutet, dass es hier nicht sonderlich viel zu sehen gibt. Aber man will es ja doch zumindest einigermaßen versuchen zu erkunden. Auch keine Höhlen irgendwie. Das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Naja. Wenn ich was übersehe, dann
werde ich dann später, wenn ich nachgucke, was wir nicht gefunden haben, werden wir dann nochmal zurückkommen. Aber für den Moment denke ich, abgesehen von diesen kleinen blöden Pissern hier, ist hier nicht allzu viel los. Warum versteckst du dich hinter dem Baum? Das macht man nicht. Den Leuten in den Rücken fallen wollte er. Kleine Drecksau. So, da haben wir eine Saat gefunden. Vielleicht gucken wir hier nochmal nach. Ah, da oben ist was. Sieht nach einem riesigen Kopf aus. Das ist auf jeden Fall ein Gebiss. Na? Dunkelschmiedestein 7. Yay. Sonst noch was hier? Anscheinend nicht. Okay, zumindest hin und wieder ein kleines Item gibt's. So dass man nicht alles komplett sinnlos erkundet. Das ist doch schön. Hm. Und ich denke mal, in der nächsten Episode werden wir dann in dem nördlicheren Gebiet weitermachen. Das Ziel ist jetzt in der hier alles noch zu suchen, aber... Also das ganze Gebiet hier abzusuchen. Ich vermute mal, viel gibt es hier nicht mehr. Aber wir sind schon fast durch. Hm. Überall diese kleinen Dinge. Auch hier nochmal runter, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie noch was haben. Da oben ist einer. Einer von diesen kleinen Pennern. Glücklicherweise sind die Waffen relativ schnell, die wir haben. So, tschüss. Er ist nicht gestorben. Wir haben keine Runen bekommen. Da wieder roter Schimmer. Das bedeutet wohl nichts. Schade, dass es nicht zumindest irgendwo auf der Seite was zu entdecken gibt, wo man runterspringen könnte. Aber es ist nichts auf der Map eingezeichnet. Und jedes Mal, wenn ich runtergucke, dann sehe ich auch nicht sonderlich viel. Um nicht zu sagen, gar nichts. Oh. Ah, Moment mal. Sind wir dem nicht vorbeigerannt beim letzten Mal? Au. Okay, Damage passt, glaube ich. Du hast auch eine Doppelklinge, wie ich. Terrafight. What? Okay, jetzt hat er auf ein Großschwert gewechselt. Sehe ich das richtig? Marika-Pfahl, okay. Puh. Ja, an dem sind wir, glaube ich, vorbeigerannt beim letzten Mal. Es ist wieder Tag, das ist, wir sehen was. Hi.
Oh, das hat viel Schaden gemacht. Aber Visierung. Holy shit. Er hat eine Axt. Okay. Macht unglaublich viel Schaden. Bleib hier. Jetzt ist er wieder auf die Doppelklinge gegangen. Ich glaube, die roten Angriffe sollte ich eher meiden. Nein, einfach in Ruhe lassen. Ich kann die Reichweite von meinen Waffen noch nicht so wirklich abschätzen. Drei Heilungen. Und dann sind wir instant down. Ach, das ist doch zum Kurzen diese elenden Instant-Tötungsdinger. Das ist ätzend. Ja, wenn ich volle HP hat, dann kann man immer ge-one-shotted werden. Ich glaube, die Waffen machen immer noch weniger Schaden als die Katanas. Was willst du da tun? Okay, das ist kein guter Start. Wow. Okay. Ich denke, wir rüsten lieber die Katanas aus. Plus. Wo sind sie? Plus, ich möchte mal den abziehen und dafür. Ich weiß nicht, ob er bluten kann. Wir probieren es mal aus. Ich komme mit den Zwillingsklingen komme ich nicht so wirklich klar. Oh. Ja, machen immer noch mehr Schaden als die Zwillingsklingen. Die guten alten Katanas. Na komm. Und dann sind wir wieder ge-one-shotted. Ah. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn er diesen blöden roten Buff drauf hat, glaube ich. Dann macht er mehr Schaden. Ich habe das Moveset von dem jetzt auch nicht so drin. Wir hatten ja
glaube ich, mal einen Dual-Fight mit dem und einem anderen. Der eine hat ein Schwert und eine Lanze, glaube ich. Und der hier hat eine Zwillingsklinge und eine Axt. Können wir dich mal treffen? Na komm. Ah, ich dachte, ich wäre aus Range. So, hier hinten, damit wir unsere Sachen wieder mitnehmen können. Darf ich mich heilen? Dankeschön. Gut. Weiß ich, die sind mir fast lieber. Heilung. Bleib hier. Heilung. Er ist fast tot. Ah. Bleib hier. Nicht immer wegrennen, ne. Okay. 60.000. Gargoyle Doppel-Schwarzklinge. Gargoyle Schwarz-Axt. Wie gut ist die Doppel-Schwarzklinge? Wo sind die Doppelklingen? Hier. Die hat Heiligschaden drauf. Die bronzene Doppelklinge eines tapferen Gargoyle, repariert mit geschwärztem Leichenlipid, verursacht Heiligschaden. Das Symbol aller, die Maliket der schwarzen Klinge dienen. Ich habe den nicht schon getötet, ich weiß es nicht mehr. Okay, dann machen wir noch ein Level up und dann würde ich sagen, können wir diese Folge wahrscheinlich abschließen. Ich glaube, hier auf den Seiten wird es nichts geben. Wir können kurz mal noch nachschauen. Aber ein paar Schmetterlinge. Ja, da kann man sogar runterspringen. Ich werde offscreen nochmal nachgucken, ob da noch was ist. Weil ich vermute, da wird nichts mehr sein. Aber gut. Machen wir noch unseren Level up. Wo ist... Hier ist die Gnade. Oh, da reden wir noch kurz mit ihr. You turn back. Ahead lies the land of the giant's flame. And the way forth is forbidden. Ja, wir können, kriegen den Aufzug schon auf. Beziehungsweise wir haben schon. The burning of the aired tree is the first cardinal sin. Ja, ja. Unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. Ja, die Finger sind uns egal. Okay. Die sind immer... Ich glaube, die sind einfach nur dazu da, um ein bisschen kryptisch Lore zu vermitteln. Viel mehr haben sie nicht zu bieten. Na komm. Ein bisschen Weisheit.
Das passt. So. Wie gesagt, ich werde offscreen hier nochmal kurz gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Ich glaube nicht. Ich denke mal, beim nächsten Mal werden wir dann von hier oben irgendwo anfangen. Und außer ich sehe noch, mir fällt noch irgendwas ein, was wir hier übersehen könnten oder vergessen haben könnten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.